Daniela Katzenberger, die Katze oder auch die Kultblondine genannt, begeistert uns seit Jahren mit ihrer lustigen Art im deutschen TV. Auch auf Social Media nimmt sich die Blondine selbst nicht so ernst und bringt ihre 2 Millionen Abonnenten regelmäßig zum Lachen. Seit 2009 steht Daniela in der Öffentlichkeit und in dieser langen Zeit hat sich einiges bei der Katze verändert. Deshalb sind hier 10 aktuelle Fakten über unsere Kultblondine Daniela Katzenberger. Fakt 1. Daniela ist durch die Vox-Sendungen Auf und Davon, Mein Auslandstagebuch und Goodbye Deutschland bekannt geworden. Fakt 2. Seit 2015 ist sie regelmäßig mit ihrem Mann Lukas Cordalis und ihrer Tochter Sophia auf RTL 2 zu sehen. Die beiden drehten schon mehrere Reality-TV-Shows miteinander, darunter Daniela und Lukas, Der erste Hochzeitstag oder auch Daniela Katzenberger, Familienglück auf Mallorca. Fakt 3. In Sänger Lukas Cordalis fand die Blondine ihre große Liebe. Seit 2014 sind die beiden ein Paar. 2016 folgte die Traumhochzeit. Fakt 4. Lange Zeit hatten sich Daniela Katzenberger und ihre Schwester Jenny Frankhauser zerstritten. Die beiden konnten sich nicht ausstehen. Inzwischen ist alles Schnee von gestern. Die Schwestern posten immer wieder gemeinsame Fotos auf Social Media und scheinen sich so gut zu verstehen wie nie zuvor. Fakt 5. Dani ist ein echtes Multitasking-Talent. Sie ist nicht nur ein bekanntes TV-Sternchen, sondern auch Model, Autorin, Schauspielerin und Sängerin. Fakt 6. Mit Lukas hat Daniela schon einige Songs veröffentlicht. I Wanna Be Loved By You war das erste Lied der beiden. Darauf folgten 3 weitere Lieder, zuletzt 2020 der Song Verflixtes siebtes Jahr. Fakt 7. Als Autorin hat Daniela Katzenberger bereits 6 Bücher veröffentlicht. Ihr erstes Buch, Sei schlau, stell dich dumm, erschien 2011. Fakt 8. Nicht nur mit Schwester Jenny verkrachte sich die Katze. Auch mit ihrer Mutter Iris Klein hing der Haussegen einmal schief. Grund für die Funkstille war damals, dass sich Daniela zu wenig Zeit für ihre Halbschwester genommen hatte. Fakt 9. Zu der Familie von Lukas Cordalis pflegt sie ein sehr gutes Verhältnis. Vor allem mit dem bereits verstorbenen Costa Cordalis hatte Dani eine enge Bindung. Fakt 10. Die Kultblondine ist vor allem für ihre wasserstoffblonden Haare bekannt. Inzwischen hat sie sich aber davon verabschiedet. Daniela Katzenberger ist zwar immer noch blond, allerdings natürlicher und mit einem dunkleren Ansatz.